Reisende soll man nicht aufhalten. Und da ich das schöne Wetter ausnutzen will, nehme ich mein Fahrrad, meinen Rucksack und mein Zelt mit und mache eine schöne Reise. Auf geht's, die nächsten 50 Kilometer liegen vor mir, da ich ja noch bis nach Wilhelmshaven und Schillig möchte. Gestartet bin ich in Oldenburg und bin fast 50 Kilometer bis Dangast gefahren. Das ist ja nicht gerade ein spektakuläres Ortsschild, aber ich bin angekommen. Endlich erreicht Wilhelmshaven mit dem Fahrrad von Oldenburg. Möwen und tolle Häfen mag ich. Ich mag bei den Möwen immer das Schreien. Aber auch das Lachen. Und ich habe immer noch drei Balken von meinem 400er Akkuschonbusch. Der ist schon 5,5 Jahre alt und hält immer noch. Läuft wie ein Dittchen. Es ist vollbracht. Ich stehe hier oben am Deich, an der Spitze, wo ich hin wollte. Und ich habe meine 100 Kilometer voll. Vierzehn habe ich noch vor mir. Und zwar ist das jetzt die Strecke von Oldenburg nach Wilhelmshaven. Und da muss ich noch hin. Da ist meine Unterkunft, da muss ich hin. So, ich habe immer noch drei Balken über. 69 Kilometer bin ich mit dem Akku gefahren. Den Rest habe ich aus eigener Muskelkraft pedaliert und habe jetzt noch eine Restreichweite von 33 Kilometern im Eco, die ich auch locker noch fahren könnte. Ich habe noch drei Balken, also alles chillig. Übrigens chillig, den Ort besuche ich dann morgen. Heute nicht mehr. Das ist cool. Von dieser Seite sieht der Bereich viel schöner aus. Auf jeden Fall war die Fahrt bis hierhin sehr schön, sehr spannend. Viele Eindrücke eingesammelt, viel erlebt, viel Spaß gehabt. Und in diesem Sinne wünsche ich allen viel Spaß in ihrem Leben.